finde die 8 roten Münzen. Scheiße. Oh, da wäre ich besser klein reingegangen, ey. Fuck. Wo gehe ich denn am besten? Da hinten aber auch ran, ey, da ist keine. Dann wechsle ich hier. Jahü! Alter, ist der tief geflogen. Bleib stehen, Cooper. Mini Cooper, bleib doch stehen. Komm zu Mario, Papa. Papa Mario. So. Ja, du hast nichts an. Ist mir doch egal. Boing. Oh. Oh, der arme Cooper, ey. Wird immer hier gequält, platt gestampft, im Rennen besiegt, Panzer geklaut, nackt rumgelaufen. Nackt rumgelaufen. Ich gut Deutsch. Ich hab gekauft Duden. Kostet nur 3 Geld 50. Hat mich sehr gehelft. Naja, immerhin habe ich jetzt immer die dummen 100 Münzen. Das ist irgendwie immer... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen so Hassaufgabe. Irgendwie aber in jeder Welt. So, langsam, langsam, langsam. Scheiß auf langsam. Warum ist der Boss? Oder ein bossartiges Vieh, so eine Raupe, wenn ich richtig gesehen habe. So, 2. Weit war ich vorne auch schon. So weit noch nicht. Da ist der letzte. Oh Gott! Nein! Nein, nein, warum ich? Ich will jetzt da dann eine 1000 mal reingehen. Das ist doch scheiße. Oh, das ist doch einfach nur Käse, ey. Finde die 8 roten Münzen. Und für den letzten Stern muss ich da oben rein und den Gegner besiegen. Wenn ich jetzt verkacke, dann gehe ich mir Leben holen. Danke für deinen Panzer. Der hilft mir immer wirklich sehr viel, Cooper. Oh, du Armer. Der tut mir immer voll leid. Ich finde Cooper oder auch Yoshi finde ich geil. Müsste so ein ähnliches Spiel wie Super Mario hier Super Yoshi geben. Hab mal ganz früher auf dem alten Game Boy Advance habe ich, da gab's Yoshi's Island oder so. Da ging's darum. Ja, keine Ahnung, irgendwie Luigi wurde, also Baby Luigi wurde entführt und mir hat Baby Mario. Den haben die Bösen dann irgendwie so verloren und dann musste ich Mario durch 6 verschiedene Schlösser bringen. In jedem Schloss gab's 8 Level mit je 2 Endgegnern. War jetzt eigentlich ein ziemlich geiles Spiel. Aber ja, was soll man sagen? Es hat im Endeffekt irgendwie auch doch nochmal alles dasselbe. Aber trotzdem, ich finde Jump'n'Run geil. Oh Gott. Das ist ein Scherz. Das ist ein schlechter Witz. Das da ist ein schlechter Witz, ey. Das ist ein schlechter Scherz.
Gehen wir jetzt mal raus unten in das. Da geht's raus. In die blaue Tarnkappenwelt. Und rein mit dir. Da gibt es nochmal zwei, drei schöne Leben. Hoffe ich. Ja, die roten Münzen. Oh Gott, oh Gott. Da ist einer drin. Ja. Und zwei. Das ist der nächste. Und dann habe ich wieder drei. Oh, wie, das war jetzt scheiße. Das ist schön. Ja, einmal gehe ich noch rein. Ich will jetzt bei den roten Münzen irgendwie 20.000 mal abkacken. So, wo war das jetzt? Hier am Rand war der. Das erste Leben. Oh Gott, nee. Ja, Inkompetenz pur, würde ich sagen. Jetzt mache ich es langsam. Jetzt gehe ich hier Ebene für Ebene runter. Von mir ist auch so mit Springen. Soll mir recht sein. Ja, habe ich jetzt ein Leben. Gott. Jahü. Oha. Da ist der Mario weit, weit weggeflogen. Fünf Leben. Ja, einmal geht noch. Hier alle guten Dinge sind drei. Dreimal mal Leben rausholen, dann passt das. Wenn ich alle krieg, habe ich acht Leben. Ich krieg aber nicht alle, ich krieg nur eins. Ja, komm, hier Weitsprung und ab geht's. Wow. Sechs Leben. Ja, sollte erstmal reichen. Gehen wir hier unten rein. Komm mal im Keller raus. Könnt ihr euch den auch nochmal angucken. Jawohl. Das waren noch Zeiten, wo wir hier schon im Keller so die Sterne gesammelt haben. Die noch alle gut von der Hand gingen. Aber ne, jetzt mal oben. Hey. Ah, da hinten Big Boo. Hier ein schönes Erdgeschoss mit ein paar schönen Welten. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Also normalerweise würde ich ja jetzt irgendwie sagen, nachdem ich so oft bei den roten Münzen verkackt habe, nee, ich mache jetzt weiter, aber ich will die haben. Ich will die Welt jetzt fertig haben, da muss ich dann immer rein. Finde die acht roten Münzen. Sechs Leben kann man einmal einige Male verrecken.